Oh, hi. Yeah, das ist anscheinend Undertale im Jahre 2022, weil ich mir damals gedacht habe, als ich mir nochmal die Tierlist angeschaut habe, hey, ich fände Undertale ziemlich super und wir haben noch ein paar Sachen übrig. Deswegen würde ich gerne das weiterschneiden, weil Tom kommt leider nicht mehr dazu. Und yeah, deswegen die nächsten ein bis zwei Parts, denke ich mal, oder drei, ich bin mir nicht sicher, werden noch alt sein und danach wird es wahrscheinlich dann wieder die neueren Folgen sein, was mich freuen würde. Deswegen, falls wir alle noch ein bisschen anders reden oder charakterlich noch etwas anders sind, vor allem ich, dann das liegt daran, dass es jetzt einfach schon ein Jahr her ist. Und yeah, Happy Halloween. Woo. Oh, hi, letztes Mal haben wir wohl die Gold Mami komplett zerstört mit ihren Gefühlen und Tom wollte wohl Schaschlik aus ihr machen. Es tut mir leid, ich Und habe mich entschuldigt. dann gab's noch die Drachenlord-Geschichte. Clever! Sehr clever! Du denkst wohl, du bist besonders klug? In dieser Welt gibt es nur Töten oder getötet werden. Du hast das Leben einer einzelnen Person verschont. Ich wette, du fühlst dich Gering, Paldina. großartig. Diesmal hast du niemanden getötet. Naja, fast. Ich hab nie jemand getötet. Doch was wirst du machen, wenn dir ein eiskalter Mörder begegnet, so wie du? Ich bin der Platz für die Zukunft dieser Welt. Ich bin Flowey, also eine Blume. Und Ich bin jetzt eine kommen wir Blume. in das nächste Abenteuer. Jed, wenn Okay. ihr Part beenden soll, letztes Mal. Undertale. Hey, wir haben das Tutorial durchgespielt. Von Toby Fox. Und jetzt beginnt das Spiel. Oh nein. Hier Wälder, hier kenne ich mich aus. Das Ich ist gut oder weiß bloß. nämlich, wie Wälder funktionieren. Da sind Das sind Bäume Bäume. und Ich hole mir Blumen einen und Baum oder ich Tiere. Wir werden verfolgt. Ich will nicht Nein. verfolgt werden. Stopp! Stopp! Jetzt sind wir schon ganz paranoid geworden. Das ist die Schuld von diesem Nilpferd. Mensch. Nein. Den Du hast sprichst jetzt schon nicht. komplett Toriel. Du hast Toriel. Ja, aber ich habe das Was letzte Mal auch wächst das du? versprochen. Oh, der alte Trick mit der Furzkiste in der Hand. Warte mal, hast du davon Diese schon mal meinen Musik. gehört Dir oder nicht was? reden? Du hast dich umgedreht, bevor ich Ja. etwas sagte. Komisch. Nein, lass Wie das auch Nick immer, du reden. bist doch ein Mensch, oder nicht? Mein Hast du mich Name hier ist gerade echt selbst verarscht? das Skelett. Hallo? Eigentlich soll ich hier nach Menschen Ausschau halten. Aber weißt du, ich habe wirklich keine Lust, irgendjemanden zu fangen. Aber mein Bruder Papyrus Papyrus. ist ein Das absoluter bin ich! Menschenjagdfanatiker. Dann macht mal. Hey, wenn du mich nicht, weil es toll ist, steht er da drüben. Was will er Mir denn kommt dann? eine Idee. Geh durch dieses Tor dort. Das ist eine Da geh Brücke einfach mit durch. Mein Bruder Holzpfahlen. hat sich bei Abstand verschätzt. Diese Scheiße, da praktisch steckt mich hinter geformte dieser Lampe. gelegen platzierten Lampe. Im Original ist es praktisch geformt. Was geht ab, Okay. Bruder? Du weißt genau, was abgeht, Bruder. Ich bin eine Pflanze, eine Lampe. Es ist 8 Tage her und du hast immer noch nicht. Nee, du noch immer nicht deine Rätsel neu kalibriert. Wenn ich hier dran ziehe, geht bestimmt die Lampe an. Ups, das war nicht die Lampe Was machst daran. du überhaupt? Vielleicht hier. Die Lampe anstarren. Die ist wirklich cool. Willst du Ja, ich mal bin wirklich nachsehen? cool. Nein, ich habe keine Zeit für sowas. Was passiert, wenn ein Mensch hier vorbeikommt? Ich guck mal, wie die Glühbirne sich anfasst. Oh, das war Ich muss heiß. bereit sein. Psst. Kannst du mal leise sein da hinten? Ich möchte es schaffen. Ich muss es schaffen. Hoffentlich fällt nicht die Pflanze um. Dann Ich meine werde ich der Lampe. große Papyrus. Papyrus heißt du doch. All die Dinge kriegen, die ich mir so sehr wünsche. Was wünschst du dir denn? Respekt, Anerkennung. Aber das hast du doch schon. Ich werde endlich der König. Kannst du mal leise sein, Lampe? Ich bin Ich eine werde endlich der Lampe. Königsgarde beitreten können. Die Leute werden fragen, ob ich ihr Freund sein möchte. Also, ich möchte gerne dein Freund sein, Papyrus. Kannst du jetzt endlich leise sein? Vielleicht hilft dir ja diese Lampe. Ja, ich helfe. Nein! Du bist mir keine Hilfe. Hey, entspann dich. Ich habe heute wirklich sehr hart gearbeitet. Knochenhart! Sans! Komm schon, du lächelst doch. Ja, und ich hasse es! Warum muss jemand Großartiges wie ich oder ich so viel für ein. Ich sag's jetzt noch einmal, Karl Marx, ein großer Mann! Wow, klingt ja nach einem echten Knochenjob! Ich werde mich meinen Rätseln widmen. Was ich dir für deine Arbeit rate, zeig ein wenig mehr. Ha, der war wirklich gut. Tschüss, Papyrus.
Er kommt bald zurück und falls er das tut, musst du dir noch mehr meiner tollen Witze anhören. Na schön, der Rückschlagwitz war echt nicht schlecht. Ich will ja keine Umstände bereiten, aber. Dann lass es. Weißt du, mein Bruder war letzter Zeit nicht besonders gut drauf. Da, da, ich höre nicht, ich habe eine praktisch geformte Lampe. Keine Sorge, er ist nicht gefährlich. Selbst wenn er versucht. Vielen Dank im Voraus. Ich gehe schon einmal vor. Ha, der denkt mir, dass ich. Die falsche Richtung, guter Mann. Oh, ich liebe okay, den Soundtrack. Okay, okay. Hier ist das Original des Playbooks geendet. Ruf mich an. Ui. Du entschließt dich, nicht anzurufen. Besser so. Es ist eine Kiste. Du kannst Items hineinlegen oder herausnehmen. Die Kiste wird später wieder auftauchen, also musst du nicht zurückgehen. Jetzt mach den Kuchen da bitte rein. Ein Kistenfan. Du kannst den Kuchen da reinmachen und wenn da irgendwo wieder eine Kiste ist, kannst du den Kuchen da rausnehmen. Oh, wollen wir die Handschuhe mitnehmen? Ganz leise, eine praktisch geformte Lampe. Also, was ich dir über Andein erzählte. Und Düne. Andein! Praktisch geformte Lampe. Hallo, Papyrus. Papyrus! Z. Oh mein Gott, ist das Ariane Grande? Nein, ich bin eine wohlgeformte Lampe. Naja, ich denke, das ist nur ein Stein. Hey, was ist denn das vor dem Stein? Eine praktisch geformte Lampe. Oh mein Gott! Eine praktisch geformte Lampe! Ist es das? Ist es ja. Das? Und dein wird. Und Düne? Ich werde so beliebt, beliebt, beliebt. Ich bin auch furchtbar beliebt. Meine Lampe ist ein Verkaufsschlager. Da wirst du in die Hauptstadt gebracht. Nee. Und dann bin ich mir nicht sicher, was als nächstes passiert. Geh nur weiter, wenn du dich traust. Ich traue mich nicht. Nun, das ist gut gegangen. Mach dir nichts draus, Kind. Ich halte meine Augenhöhlen offen. Dieses Freche. Alpine. Ich gehe jetzt besser mal. Also. Auf diesem Karton steht etwas geschrieben. Du untersuchst den gut gebauten Wachposten. Du grübelst, wer ihn gebaut haben könnte. Ich wette, es war der wirklich sehr berühmte Königswache. Notiz, nicht ganz so berühmte Königswache. Keine Bewegung! Ah, der. Nehmen wir sprechen. Hat sich etwas bewegt? War das meine Einbildung? Ich kann nur Dinge sehen, die sich bewegen. Wenn sich etwas bewegt hat, zum Beispiel ein Mensch, stelle ich sicher, dass es sich nie wieder bewegt. Ich stelle mich dir in den Weg. Bewege ich dich nicht. Streicheln. Was? Ich wurde gestreichelt? Wie, was, wo, wär's, wer? Ich? Nein, du! Nicht. Hobbys Eichhörnchen. Das ist mein Hobby. Na, einmal streicheln dann noch. Ja, das ist auch ein lieber Hund. Es hört sich auch nicht auf! 30 Gold, Alter! Ach so, muss man einfach nur etwas streichelte mich, etwas, was sich nicht bewegt. Ich brauche erstmal ein paar Hundeleckerli. Jemand hat Hundeleckerlis gebraucht. Hey, ich habe eine sehr wichtige Information für dich. Mein Bruder hat einen neuen Spezialangriff. Wenn du einen blauen Angriff siehst, beweg dich einfach nicht. Ich verrate dir, wie du es am besten merkst. Stell dir ein Stoppschild vor. Du musst davor anhalten, richtig? Stoppschilder sind rot. Stell dir einfach ein blaues Stoppschild vor. Danke für diesen Tipp. Ich war, du kennst dich. Ein Stoppschilder. Blaue Stoppschilder. Oh, da hat sich mir einer in den Weg gestellt. Ach, immer diese Jugend von heute. Runter von meinem Rasen. Das ist selbst ein 12-Jähriger oder so. Was? Norden, Eis, Süden, Eis, Westen, Eis. Schön, Osten, danke. Das Snowden und Eis. Du Papyrus. Bist so faul. Hallo, Papyrus. Du hast die... Halt dein Panzer noch, dann nicht gleich hingewacht. Ich denke, das wird man... Jetzt habe ich die Stimme nicht mal... Ausreden, ausreden. Oh, der Mensch ist angekommen. Ich habe doch gerade schon mit dir gesprochen. Um dich aufzuhalten, haben meine Bruder und ich einige Rätsel erstellt. Ich denke, dieses wirst du ziemlich schockierend finden. Ich verstehe. Siehst du, das ist das unsichtbare elektrische Labyrinth. Wenn du die Wände des Labyrinths berührst, wird dir diese Kugel einen Stromschlag verpassen. Hört sich das nicht nach Spaß an? Denn
Der Spaß, den du haben wirst, wird ja klein sein, denke ich. Aber Papyrus, ich habe immer eine Menge Spaß mit dir. Okay, du kannst jetzt weitergehen. Pass auf, dass dir deine Zähne... Seth, was hast du getan? Denke, der muss die Kugel halten. Oh, in Ordnung. Soll ich sie dir abnehmen? Ach, du Vollidiot. Halt das bitte. Ja, kein Problem. Papyrus? Okay. Versuch es. Das ist meiner. Entschuldigung. Ziemlich kompliziert, ich weiß gar nicht, wo ich lang... Unglaublich, du schlauer Fuchs! Ich identifiziere mich eher als wohlgeformte Lampe. Du hast es so einfach gelöst, zu einfach, wie auch immer. Warum bist du so heiser geworden, Papyrus? Das nächste Rätsel wird nicht mehr so einfach sein. Mein Bruder Sans hat es gebaut. Na, dein Glück auf. Du wirst sicherlich verwirrt sein. Ich bin jetzt schon furchtbar verwirrt. Ich bin es nämlich. Ah, das sind wir schon zu zweit. Hey, ich danke dir, mein Bruder, scheint Spaß zu haben. Nebenbei bemerkt, hast du sein komisches Outfit gesehen? Ja, genau. Wir haben es wieder einige Wochen für eine Kostümparty gebaut. Huh. Seitdem hat er nichts anderes getragen. Ja, das war schade. Er nannte es sein Kampfanzug. Oh, verstehe ich. Ist mein Bruder nicht cool? Ja. Ich kümmern! Ich verstehe nicht, warum es sich einfach nicht verkauft. Es ist das perfekte Wetter für etwas Kaltes. Ja, weniger. So wie Essig auf Englisch. Oh, ein Kunde! Hallo, möchtest du ein wenig Nice Cream? Glaub mir, das ist klug. Das kann kalte Vergnügen, das dein Herz erfreut. Jetzt nur 15 Geld. Kauf dir mal bitte. Einen schönen Tag noch. Kauf mal, bis du keins mehr kaufen kannst. Weil das ist, glaube ich, mit das Beste, was du zu dem Zeitpunkt haben kannst. Okay. Hey, willst du noch mehr Nice Cream? Ich danke dir, ich war gerade drauf und dran, meinen Wagen den Schlucht runter zu fahren, aber jetzt habe ich was verkauft. Bro, das sind überhaupt keine Drogen drin oder so. Nein, das sind bloß Streusel. Ich habe auch etwas verkauft. Willst du gebratenes Steh, nur 5? Ja. Sag dir, ich will. Nein. Doch, du musst kaufen, das stapelt sich bis auf 500, sag ich, ja, willst du wirklich haben. Ich dachte schon, Papyrus ist dumm, aber du bist ja noch um einiges dümmer, wenn du mich unterschätzt. Ich wollte vorhin noch ein Nilpferd essen. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Ich bin Property Brompton. Ich bin Mobs. Niemand legt sich mit Rob Mobs an. Nein, dabei verschwindet. Wiedersehen, ja, weil du schlecht bist. Du hättest ja ein bisschen beeilen können. Schönen Dank. Du Loser. Aber habe ich nein. Du Lusche. Du Lusche. Automatisch. Du ist also das neue Mario Golf. Mensch, ich hoffe, du bist bereit. Hallo, Papyrus. Zets, wo ist das Rätsel? Ich weiß es nicht mehr. Es liegt gleich dort auf dem Boden. Vertrau mir, er wird es niemals bewältigen können. Ja, ich bin sehr gespannt. Monster Kids Wortsuche. Lass uns alles probieren zu finden, okay? Okay. Ich habe Monster gefunden. Von unten. Ja, wie wähle ich hier was aus? Das ist einfach nur zum Lesen. Hey, Kölner, könnt ihr bei der Lösung helfen? Das hat gar nichts bewirkt! Natürlich nicht, ich bin viel zu schlapp für euch Flachzahn. Ich wusste, ich hätte lieber ein Kreuzworträtsel nehmen sollen. Was, ein Kreuzworträtsel? Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Was meiner Meinung nach sind Kinderwortsuchen am schwierigsten. Was? Ist es dein Ernst? Diese Kinderleichtspielerei? Ihr seid alle Idioten. Das ist für Kleinkinder. Oh, unglaublich, skandalös! Mensch, löse unsere Debatte! Okay, Tom, was machst Papyrus du lieber? Hat recht. Ich glaube Wortsuche. Ihr zwei seid komisch! Tut mir leid, Papyrus, Kreuzworträtsel aber sind so einfach. Die Katzenhand hat das gemacht. Es ist jedes Mal die gleiche Lösung. Ich fülle einfach alle Felder mit Sets, denn jedes Mal, wenn ich ein Kreuzworträtsel sehe, kann ich nur schnappen. Du bist furchtbar lustig. Vielleicht solltest du zusammen mit dem Nice Cream Man von der Brücke springen. Große Schwierigkeit. Gestern hat er versucht, das Horoskop zu lösen. Backe dich, du Koch. Er fühlt sich mit entschlossen. Spack. Ja, irgendwie, er fühlt sich alles mit entschlossen. Papyrus. Hallo. Mensch, bitte genieße diese Spaghetti. Du weißt ja gar nicht, dass das eine Falle ist. Nur um dich zu kümmern, du warst so von dem Essen beschäftigt sein, dass du keinen Fortschritt erzielst.
Erneut ausgedrückt vom großen Papyrus. 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 Aua, jetzt bin ich aus Versehen mit meinem Fuß an die Kommode gestoßen und die ganze Spaghetti hat sich im Schnee verteilt. Warnung, Hunde auch Zeit. Oh, das klingt schön. Tat, Gift hat. Tat, Tat, Tat. Kleiner Hund, und jetzt streicheln. Wir können den Hals ganz lang wachsen lassen. Sei vorsichtig. Allein! Nein! Ja, man ist jetzt mal gespeichert. Game over. Ich hab erst vor dem Rätsel da von Papyrus gespeichert. Oh, zum Glück. Oh. Nee, ich hab bei den Spaghetti da gespeichert. Spaghetti. Nein. Der Cola Bier ist ja gleich noch. 20 Gold. Tschüssi, bis dann. Auf Wiedersehen. Am Ende ist du auf einmal den...